Du wirst diese Welt verändert vorfinden, wenn du aus der Kälte zurückkehrst. Ich spüre, wie sich das Schicksal zusammenballt, wenn du in dieser Welt, so wie du sie kennst, noch etwas suchst. Betritt das Portal noch nicht. Willst du diesen Spalt jetzt durchqueren? Ich bin bereit. Ich habe alles, was ich brauche. Dann ziehe weiter. Bis später und danke. Vielleicht wird er höher fliegen als alle anderen. Dann wird nicht einmal das Feuer seine Flügel versengen. Doch zuerst wird er in die Tiefe stürzen und niemand wird da sein, um ihm zu helfen. Oh! Wo bin ich denn hier gelandet? Ist das kalt? Halt! Moment mal, ich friere ja gar nicht. Und Flügel habe ich auch noch. Der Schutz der Nachtfalter scheint zu wirken. Huch, was ist denn das Dings da? Noch etwas weiter graben? Eine Statue. Du bist die erste Statue, die mit mir sprechen will. Gott, bist du denn? Das soll nicht unhöflich klingen, aber sicher, dass du nicht nur eine Statue bist? Wo bin ich denn hier überhaupt? Leider weiter. Ich könnte schwören, dass ich da am Berghang gerade einen Jungen gesehen habe. Einen kleinen Jungen mit Flügeln. Fantastisch. Jetzt verliere ich also völlig den Verstand. Ein gefrorenes, dürres Gestrüpp. Mehr wächst hier wohl nicht. Sieht aus, als wäre schon mehr als einmal vom Blitz getroffen worden. Gruselig. Das Wasser sieht aus, als ob alles, was da reinfällt, nach einer Sekunde in einem Eiswürfel eingefroren wieder auftaucht.
Scheint ja wohl nicht hinzuhauen, was? Auf der Kiste steht Projekt Polwal. Streng geheimes Forschungsmaterial. Ich nehme mir eine von den Lichterketten mit. In meinen Forschungsarbeiten klang das alles noch so gut. Eine fast ausgestorbene Spezies mit Lichtanlockung. Und jetzt sitze ich schon seit Wochen in dieser Kälte und nichts funktioniert. Verflucht! Das Ding scheint kaputt zu sein. Okay, den Jungen bildest du dir nur ein. Das ist nur dein Hormonaushalt, der dir einreden will, dass du längst Kinder haben solltest. Mit dem Geisterjungen Karten spielen? Ich glaube, meine Halluzinationen erreichen gerade einen Höhepunkt. Nimm die Kette ein. Mal sehen. Die Karte hast du ganz bestimmt. Ja, das war Absicht. Karte aufnehmen. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Oh, das war meine Lieblingskarte. Gegner fragt nach Karte. Fast. Karte aufnehmen. Du bist an der Reihe. Die Karte, die hast du bestimmt. Sehr gut. Mal sehen. Die Karte, die hast du bestimmt. Gut gespielt. Quartett. Mal sehen, welche Karte du da hast. Die Karte, die hast du bestimmt. Wunderbar. Mal sehen. Die Karte hast du ganz bestimmt. Wunderbar. Schon wieder ein Quartett. Mal sehen. Komm schon, funktioniere. Die Karte, die hast du bestimmt. Na, verflixt. Karte aufnehmen. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Na, warte. Gegner fragt nach Karte. Fast. Karte aufnehmen. Du bist an der Reihe. Die Karte hast du ganz bestimmt. Ach, das hätte ich wissen können. Karte aufnehmen. Komm schon, Gegner an der Reihe. Funktioniere. Gegner fragt nach Karte. Lass mich mit ihr reden. Woher wusstest du das nur? Versprochen. Och nee. Gegner fragt nach Karte. Fast. Karte aufnehmen. Wähle eine Karte. Die Karte hast du ganz bestimmt. Wunderbar. Mal sehen. Die Karte hast du ganz bestimmt. Haha. Mal sehen, welche Karte du da hast. Die Karte, die hast du bestimmt. Haha. Quartett. Mal sehen. Komm schon, funktioniert. Die Karte hast du ganz bestimmt. Upgrade. Upgrade? Karte aufnehmen. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Fast. Karte aufnehmen. Gegnerquartett. Du bist an der Reihe. Die Karte, die hast du bestimmt. Ach, das hätte ich wissen können. Karte aufnehmen. Quartett. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Fast. Karte aufnehmen. Komm schon. Du bist an der Reihe. Funktioniere. Die Karte hast du ganz bestimmt. Nein, schon wieder nicht? Karte aufnehmen. Schon wieder ein Quartett. Spiel vorbei.
Gewonnen! Nicht mal in meiner eigenen Wahnvorstellung gelingt mir irgendwas.